I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Ach ja, das klingt begeistert. Willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Wir sind bereit, uns noch ein paar Sachen anzugucken und dann weiter die Ruinen zu erkunden. Wir haben nämlich jetzt nach unserem ersten wirklichen Einsatz die Taverne und das Kloster freigeschaltet. Da können wir Stress reduzieren. Fresh kegs, cards and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Hier können wir unsere Leute hinschicken, um Stress abzubauen. Als Beispiel, gut, Lisieux kann hier nirgendwo hin, denn sie will ja... Moment, was aber sie? Will nur gegeißelt werden. Aber wir könnten... Gut, Dismas ist der Einzige, den wir hier hinschicken könnten. Und als Beispiel, man kann hier die Gebäude ausbauen. Das kostet, wie gesagt, diese Sachen hier unten. Diese Ressourcen. Das sind Wappen, Wüsten etc. Und dadurch kann man den Stressabbau verbessern. Jeweils von den einzelnen Gebäuden und halt... Also sie werden effektiver, ganz einfach. Und das kann man mit allen Gebäuden theoretisch machen. Hier haben wir das Kloster. The pews set straight. The abbey calls to the faithful. Und der Verwalter blockiert hier den Kreuzgang. Das geht ja gar nicht. Und hier könnten wir jetzt Reynald hinschicken. Gut, Reynald geht's gut, den schicken wir da nicht hin. Aber Lisieux könnten wir die Bußkammer schicken und Romy in die Gebetshalle. Aber das werden wir erstmal noch nicht tun, denn wir werfen erstmal einen Blick auf die Kutsche. Wir haben zwei neue Leute. Wir haben einen weiteren Kreuzfahrer. Schauen wir dich doch mal an. Du hast andere Skills, okay. Er hat das Niederstrecken und den betäubenden Schlag. Er hat die Kampfheilung. Das ist interessant. Heilt sich damit wahrscheinlich nur selbst. Begeisternder Schlachtruf. Heilt sich, senkt die Stressländerung, also senkt den Stress und gibt Fackeln. Das ist gut. Das klingt interessant. Also ich denke mal, wir werden ihn mitnehmen. Will im Dorf nur beten. Noch einer. Und Paranormanie. Besessen vom Übernatürlichen. Ich frage, was das bringt. Er hat eine schnelle Reaktion und ist unverwüstlich. Den Kerl hätte ich gerne in der Gruppe. Ich glaube, der ist nützlich. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Und gucken wir uns mal den Kopfgeldjäger an. Der Kopfgeldjäger kann tatsächlich von jeder Position aus zumindest ein bisschen was machen. Hier, Kopfgeld einfordern, das sind die ersten drei Positionen. Hier die ersten zwei. Das macht relativ wenig Schaden, schlägt aber andere zurück und kann sie betäuben. Also es ist gut, wenn man jemanden nach hinten befördern will. Beziehungsweise wenn man einen Fernkämpfer nach vorne befördern will. Hier, mach ihn fertig. Macht gut Schaden und gibt uns einen Bonus auf nicht mehr betäubt werden. Hat auch eine hohe Reichweite und der scharfe Haken ist ein Blutungseffekt. Also er kann quasi von überall irgendwas reißen. Ist allerdings ein Säufer, will nur trinken und ist sehr schlecht im Ausweichen, ist ungeschickt. Ist aber gut gegen Menschen und hat gute Nahkampffähigkeiten. Also der Kerl lohnt sich auf jeden Fall. Nehmen wir doch auch noch mit. Momentan haben wir auch noch den Platz. The promise of payment. Oh ja, das klingt gut. Wir können die Kutsche jetzt ausbauen, damit wir ein bisschen mehr bekommen. Erhöht die Anzahl der verfügbaren Helden und erweitert die Heldenliste. Ich glaube, das werde ich sogar beides tatsächlich machen. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. So, aber... Also wir müssen jetzt gucken, wie wir uns aufstellen. Also... Ich gehe mal testweise hier rein. Ich will es mir angucken. Wir schmeißen mal alle raus. Einen Moment lang. So. Wen schicke ich wohin? Ich möchte mal kurz auf Inventar gehen. Alle Accessoires ablegen, genau. Ein Stein des Ausweichens. Muss ich mal gucken, wem ich das Ding gebe. Das wäre eigentlich gut für einen langsamen Nahkämpfer. Also Reynald können wir auf jeden Fall wieder einsetzen. Wichtig ist auch, wir wollen die noch nicht zu sehr leveln. Weil jetzt, wo wir noch einen zweiten Kreuzrittfahrer haben, die sind an sich sehr effektiv, finde ich. Die sind aber auch beide fit gerade. Wir könnten ihn mitnehmen und ihn relativ weit nach hinten stellen. Du hast sowieso deine Position hinten. Da würde ich dich nochmal mitnehmen, weil wir keinen weiteren haben für hinten stehen. Mit Dismas nochmal mit. Und den neuen hier. Dann würde ich euch gleich mitnehmen. Und sie würde ich auf jeden Fall zum Stressabbauen schicken. Und das mache ich auch gleich. Sie war gottesfürchtig, richtig? Gottesfürchtig, ja. Also bei ihr müssen wir wirklich ein paar Ticks loswerden.
Weil ich tatsächlich nicht sicher bin, ob ich sie überhaupt behalten will, weil sie jetzt nicht so wichtig ist momentan. Wobei die Heilung schon wichtig ist. Ja, wir schicken sie mal ins Kloster zum Beten. Bei Stopp, dann würde ich aber. Wir haben so viele Leute, die können nur beten. Verbessern wir das Ding doch einfach mal. A man in a robe, claiming communion with the divine. Madness. Madness? This is. Das könnt ihr euch jetzt selber denken. Also sie schicken wir beten. Reynolds entspannt sich erstmal eine Runde. Also ganz langsam baut man, glaube ich, auch so Stress ab. Aber das ist eigentlich ganz gut gerade. Ich sagen, wir brechen auf zum nächsten Dungeon. Das Team steht soweit. Oh, stopp. Ich sollte erstmal auch gucken, wo wir genau hingehen. Helm des Kriegers. Präzision Nahkampffähigkeiten. Interessant. Das ist für die Pestdoktorin besser gegen Krankheit. Und hier hätten wir größere Dungeons. Ich glaube, wir nehmen nochmal ein kleines. Scharmützel nehmen wir, glaube ich. Bringen uns gleich viel, grundsätzlich. Ja, okay. Wählen wir unser Gepäck. Wir nehmen wieder mal 10 Fackeln. Na, 8 Fackeln nehmen wir mit. Und da fällt mir auf. Den Stein des Ausweichens, den sollten wir, wie gesagt, unserem Kreuzfahrer geben, denn Geschwindigkeit ist für ihn sowieso nicht wichtig. Er ist sowieso sehr, sehr langsam. Dann soll er zumindest ein bisschen ausweichen können. Dann brauchen wir natürlich wieder Essen. Haben wir wieder eins für jeden mit. Zwei Schlüssel hätte ich gerne. Heilkräuter, Bandage. Wir haben im Notfall immer noch hier unsere Heilung dafür. Hier mal zwei Schaufeln mit. Ja, das sollte passen. Auf geht's! Schauen wir mal, was uns in den Ruinen erwartet. Ich bin gespannt. So, los geht's. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Okay, zwei Kuriositäten und ein Kampf erwarten uns auf dem Weg. Schauen wir doch mal. Er ist auch kein Dieb, also er ist eventuell sogar besser als der alte Kreuzfahrer. Ah, ist nicht viel wert, aber ein bisschen Gold immerhin. Maden. Na wunderbar. Wir sind überrascht. Das heißt, versuchen. Na, das bringt nicht viel. Wir machen einfach mal den verwirrenden Knall auf die hier. Versuchen sie zu betäuben. Hat sich leider widersetzt, würde ich sagen. Machen wir einen Streuschuss. Oh ja, das reicht schon fast aus, um die zu erledigen. Dann darfst du. Ach, du hast nicht diesen Doppelnahkampf. Das ist schlecht. Das ist schade drum. Dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal drauf auf den mit mehr Leben und vernichten ihn aber schnell. Dann hätte ich mit Dismas vielleicht noch einen anderen Ka Angriff machen sollen. Ist eigentlich egal. Wir werden sie sowieso alle erledigen. Die hinterlassen noch keine Leichen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Grabmal. Okay, das ist wahrscheinlich. Ja, ist ein Stressding. Oh, und betäubt. Gut, ist aber nicht schlimm. Ist sowieso fast weg, die Made. Der Aderlass, bitte. Executed with impunity. Wunderbar, so viel zum ersten This Kampf. Expedition at least promises success. Ja, eine Schaufel und doch schon durchaus ein bisschen Gold. Gehen wir mal weiter. Erkunden. Eine Falle und ein leerer Raum. Gut, dann wollen wir mal entschärfen. Da ist die Falle. Wir können ja mal gucken. Also Dismas ist eindeutig der beste im Fallen entschärfen bei uns mit 90%. Soll das auch ruhig weiterhin machen. So. Diesmal leider kein Erkunden. Wir gehen einfach weiter. Und ein Kampf. Oh, der da war unsympathisch, glaube ich. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Und der Kerl, der Wahnsinnige. Ich glaube, der war sehr, 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 sehr unsympathisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich machen will. Ich glaube, wir machen den verwirrenden Knall auf. Oder wir betäuben, versuchen beide zu betäuben. Ja, wir versuchen beide zu betäuben. Immerhin einen. Dann müssen wir die jetzt nur schnell ausschalten.
Und hier würde ein Adalas sogar Sinn machen, wenn ihr mich fragt. Erstmal auf den hinteren der beiden. Der war gut. Leider der Blutung widersetzt. Das wird wehtun. Das geht. Der Blutung widersetzt, das ist schön. 8 bis 12 Schaden. Mehr Schaden gegen unheilig. Nein, das dürften kein... Das sind Menschen. Okay. Da macht Betäuben eigentlich mehr Sinn an der Stelle. Okay, die widersetzen sich dem gerne. Ach ja, man sieht übrigens unten, was die für Widerstände leisten. Habe ich gerade festgestellt. Und er hat erhöhten Schaden gegen betäubte Gegner. Das ist gut zu wissen. Könnt jetzt versuchen, Blutungsschaden anzurichten. Und das werde ich auch machen. Ich will den Kultistenanhänger bluten sehen. 3 Schaden pro Runde. Das ist schon mal gut. Ah. Genau deswegen müssen wir ihn schnell loswerden. Solchen Granate. Ach, hopp, machen wir das. Das wird sie sehr schnell umbringen und er wird zumindest gut Schaden bekommen. Zwischenzeit machen wir mal den Adalas, glaube ich. Jawohl. Nummer 1 ist weg. Gut, sie ist nächste Runde tot. Die wird nicht mehr dazu kommen, was zu machen. Dafür stresst sie uns ein bisschen. Und wir können mit dem Licht leider keine weitere Fackel anzünden. Das ist schade. Würde ich sagen, fordern wir unser Kopfgeld ein. Und damit ist auch der Wahnsinnige tot, wenn das nächste Mal dran ist. Bleibt nur noch der Kultistenschläger. Und der sollte kein Problem mehr sein. Wunderbar. Oh, das ist eine Menge Zeug. Wappen. Das ist... Ja, der Saphir ist ordentlich was wert. Allgemein ist das ordentlich was wert, was wir hier so gefunden haben. Es hat sich gelohnt. Ein Buch. Ein Bücherregal mit alten, in Leder gebundenen Büchern. Wir überfliegen sie einfach mal. Ich fürchte, das wird schief gehen. Öd und langweilig. Okay, nichts gefunden. Loot. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ganz genau, das Ganze muss noch heimgetragen werden, das ist wichtig. Und ein weiterer Kampf. Diesmal Unheilige und Menschen. Okay, dann würde ich sagen... Versuchen wir es mal mit dem verwirrenden Knall auf den Wahnsinnigen. Ja! Betäubt und vorne. Das heißt, wir können ihn ausschalten. Und das ist wichtig, weil der ist brandgefährlich. Dann ziehe ich das auch einfach vor und hau mit allem auf ihn drauf, weil dieser Stressschaden ist aber extrem nervtötend. Danach werden wir gucken, dass wir wahrscheinlich auf den Knochenintrigant gehen. Denn Schaden lässt sich eher ausgleichen als Stress. Erfahrungsgemäß. Machen wir mal hier. Was machen wir? Ich versuch's mal. Es könnte reichen, dass wir ihn tatsächlich umbringen. Perfekt. Damit ist der Hauptstressfaktor raus. Und du darfst mal versuchen, den hier zu stricken. Ah, verfehlt. Schade. Autsch. So, scharfer Haken. Widersetzt sich der Blutung. Das ist schade. Machen wir einen verwirrenden Knall auf ihn. Ich will ihn ganz vorne haben. Die Leiche ist weg. Ihn können wir ausschalten. Hoffentlich. Machen wir den Streuschuss. So, ihn können wir auf jeden Fall noch eine Runde lang ignorieren. Und genau das werde ich auch tun. Der ist nicht der Wichtigste. Oh, perfekt. Ich banne dich. Ganz genau, mein Freund. Streuschuss. Er darf wieder ziehen, ist aber so gut wie tot. Stunne ich ihn hier nochmal.
Gut, damit sind nur noch wir dran. Er ist zuerst dran, also vernichten wir ihn. Also er ist schneller als der andere. Er soll seine Kampfheilung machen. Auf sich selbst. Ich bin ja nicht so wirklich Heiler dabei gerade. Runde 4 und ich dachte nämlich, wir sind zuerst dran. Vernichte ihn. Gut. Es hat geklappt. Schon wieder eine ganze Menge Loot. Triumphant Pride precipitates a dizzying fall. Und viel Platz haben wir tatsächlich nicht mehr. Ich probiere mal hier den Brunnen zu machen. Wir nehmen mal... Stopp. Wir haben ja gemerkt, das bringt tendenziell andere Sachen. Also ihn müsste ich am ehesten heilen. Schauen wir mal. Göttlicher Beistand. Volles Leben. Fast zumindest. Das ist gut. Erkunden wir... alle Raumkämpfe. Also wir haben hier noch einen Raumkampf mit Schatz, wir haben aber hier zwei Kuriositäten auf dem Weg. Problem ist, unser Inventar ist schon langsam fast voll. Ich weiß nicht, ob wir den Weg mitnehmen wollen. Ich glaube, das ist eher unnötiger Stress. Wir gehen hier hoch. Ein Bücherstapel. Gucken wir mal. Porös und ziemlich langweilig. Also das ist wahrscheinlich was, das hat nicht wirklich negative Effekte, aber durchaus positive Effekte, wenn man das richtige Item hat. Ich wüsste allerdings bisher nicht, was man da machen kann. Dafür essen wir jetzt erstmal. Gehen hier in den Raum rein und gehen direkt weiter, weil es hier nichts zu finden gibt. Nochmal Loot. Okay, ein leerer Sack ist natürlich schade. Oh. Ich hab nicht aufgepasst. Ich wusste, dass da eine Falle ist und hab mich darauf geachtet. Das war dämlich. Was haben wir hier? Eine Urne? Eine dekorative Urne. Enthält die Asche eines Verstorbenen. Da hätte ich jetzt auch Weihwasser für benutzt, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Anhänger des Gifthauchs. Widerstand gegen Gifthauch, aber verringert Ausweichen. Jade und Zitrin. Okay, nehmen wir mal alles mit. Und auf in den letzten Raum. Bereit für den Kampf. Schon wieder ein Wahnsinniger. Ah, sie sind überrascht. Sehr schön. Das heißt, wir sind zuerst dran. Dann beginnst du einfach mit einem Streuschuss. Er ist dran. Er soll niederstrecken. 5 bis 10 Schaden. Aber erhöhter Schaden gegen unheilige Gegner. Ah, es hat gereicht. Möchte ich bitte mal den Wahnsinnigen stunnen. Oder soll ich versuchen, die beiden zu stunnen? Versuchen, die beiden zu stunnen. Perfekt. Jackpot. Okay. Machst du Blutung oder machen wir ihn fertig? Du sorgst für eine Blutung beim Wahnsinnigen. 3 Schaden pro Runde. Okay, das heißt, der darf noch 2-mal ziehen, dann ist er tot. Also er darf noch 1-mal ziehen und beim nächsten Mal ist er tot, dann spätestens. Damit lässt sich arbeiten. Feuer. Ja! Perfekt, der Wahnsinnige ist weg. Ihn holen wir gleich mit der Pestdoktorin dran. Oh, der Stress ist verdammt hoch. Also die hier Lisieux muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen ausruhen beim nächsten Mal. Jetzt erstmal ein verwirrender Knall für den Knochenintrigant. Sauber. Und du? Warte, erst mehr Schaden gegen betäubte Gegner. Räumen wir ihn doch jetzt schnell weg. Oder wir machen wirklich zuerst... Wir machen ihn. Oder versuchen es zumindest. Und du darfst jetzt den Kollegen vor dir niederstrecken. Das reicht nicht, verdammt. Okay, er darf nochmal ziehen. Also mal zuschlagen. Adismas kommt ja tatsächlich ohne Stress raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und damit haben wir sogar gewonnen. Perfekt. Blutanhänger und Gold. Unverschlossene Truhe. Auch hier möchte ich es mal mit dem Schlüssel versuchen. Wer weiß, ob der ein Geheimfach ist. Okay. Gesichert. Gifthauch. Ist mir zum Glück gerade relativ egal. Quest ist abgeschlossen. Wir ziehen uns zurück. Room by room, hall by hall. We reclaim what is ours. Wir haben eine ganze Menge Loot gefunden und den Helm des Kriegers hier.
So, wir machen gleich weiter. Das gucke ich mir später nochmal näher an. Und, oh, eine Menge Ticks wieder. So, Montecutes. Minus 4 Geschwindigkeit in erster Runde und weniger Ausweichen. Er ist nicht besonders gut in der ersten Runde, hat aber eine natürliche Heilung und blutet dadurch nicht so leicht. Distemas ist besessen vom Übernatürlichen und Lisieux verbraucht mehr Nahrung, wenn ihr Stress hoch ist. Das heißt, solange wir ihren Stress niedrig halten, geht's. Und ist es egal, aber da müsst ihr das auch schaffen. Müssen wir mal schauen. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt einfach. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. Schwere negative Ticks haben wir es jetzt bekommen, weil wir so einen haben. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Ja. Lisieux kann jetzt, also schwere Ticks sind schwerer wegzubekommen. Sie kann jetzt wirklich nur noch gegeißelt werden. Und das Problem ist, die hat halt schon, also an sich ist diese Klasse verdammt nützlich, aber die hat so viele negative Ticks jetzt schon, das ist echt bitter eigentlich. Oh, und der hat gleich zwei bekommen. Also Montecute ist eigentlich nicht gut. Erstens Säufer. Ja gut, mit Säufer kann ich leben. Wir schauen mal, wer neu dazugekommen ist. Also wir werden immer mal wieder Leute rausschmeißen, das kann ich euch gleich sagen. Ein neuer Kreuzfahrer mit Niederstrecken, Kampfheilung. Bollwerk des Glaubens, er hat nur einen Nahkampf. Furcht vor Scheusal und Unheiligen. Das ist schlecht, da wo wir gerade sind. Das Sonderheilen kostet uns übrigens nichts. Bessere Stresslinderung im Bordell und Waldabenteurer. Also brauchen wir den, sobald wir in den Wald kommen. Oder könnten ihn gebrauchen. Und der Okkultist, das ist eine ganz neue Klasse. Ein unheiligen Hasser ist gut gegen Unheilige, ist erleuchtet, will meditieren. Und ein Zeuge kann als Zeuge von verstörendem Verhalten nicht an Gebeten in der Stadt teilnehmen. Okay, also eigentlich relativ unproblematisch und nützlich. Ich weiß nur noch nicht, was die Skills können. Ich kenne die Klasse nämlich noch nicht so wirklich. Artillerie, also steht eher hinten. Artillerie aus dem Abgrund, trifft die hinteren beiden, ist gut gegen Scheusale, beziehungsweise gibt mir selbst den Modifikator, dass er gut gegen Scheusale ist. Dann haben wir hier schicksalhafte Heilung, 0 bis 12 und kann eine Blutung verursachen. Berührung aus dem Abgrund, wenn man vorne ist. Ja, ich glaube, den werden wir mal ausprobieren. Den werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich nehme beide mal mit. Aber wir gucken einfach mal, ob wir die brauchen. Ich würde sagen, an der Stelle setze ich einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann schauen wir uns wieder alles in Ruhe an. Planen den nächsten Auftrag, die nächste Quest. Und schauen mal, ob wir noch was ausbauen. Bis dahin, haut rein und ciao.